Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute öffnen wir ein weiteres Display. Diesmal ist es, ich sag jetzt mal, ein halber Anime, beziehungsweise halber Anime, halber Cartoon. Es zählt nicht ganz als Anime. Es geht um die Serie Avatar The Last Airbender. Von der Serie habe ich mir ein Display bestellt. Und da schauen wir mal kurz rein. Gleichzeitig wird der letzte Platz an der Wand gefüllt. Dann ist kein Platz mehr für Displays dran. Man kann ja trotzdem noch die Displays abnehmen und austauschen, wenn man Lust hat, sich was Neues zu kaufen. Leider verkaufen sie keine Dragon Ball und keine Naruto Displays mehr. Die wurden alle rausgenommen. Ich glaube, die Lizenzen sind abgelaufen oder keine Ahnung was. Diverse Anime-Serien, denke mal auch so wie One Piece und ähnliche, gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Das ist natürlich sehr schade. Ich habe zum Glück zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen und ja, mein Zimmer voll gemacht mit Dragon Ball Metallpostern. Wie gesagt, diesmal ist es nochmal eine andere Serie geworden. Ich habe lange überlegt, was es werden sollte. Und ich dachte vielleicht was von Neon Genesis Evangelion oder von Death Note. Dann war das eine von Death Note halt nicht mehr da. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich das. Avatar an. Im Avatar-Modus. Wasser, Feuer, Erde. Und ja, Luft kann ich jetzt nicht sehen, aber ihr wisst schon. Er ist im Avatar-Modus und gerade am Ausrasten. Im Rage-Modus. Sieht sehr dynamisch aus, hat mir ganz gut gefallen. Und da ich auch ein großer Avatar-Fan bin, also wie die Serie eigentlich gerne einmal im Jahr reinziehe, habe ich gedacht, passt das auch ganz gut. Und ich würde sagen, ich hänge das schnell auf, also befestige es und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt einmal kurz angebracht. Die Farben sehen mega aus, ich zeige es euch einmal. Einmal Batman, Barkey und Avatar. Ich finde, neben dem Barkey-Bild sieht es sehr gut aus. Das mittlere Bild ist sehr dynamisch, das rechte Bild ist dynamisch. Von den Farben her, Batman ist auch sehr dynamisch, aber es ist eher ein dunkles, düsteres Bild. Die Poster und Barkey und Avatar nebeneinander von den Farben her, von den Positionen her, sieht halt sehr nice aus. Von den ganzen Avatar-Bildern hat mir dieses Motiv am meisten gefallen. Und es passt auch zur Anime-Welt, wie ich finde. Ne? Also der Kampf Avatar Aang zwischen dem Feuerlord, als er gekämpft hat, war schon sehr cool gemacht. Ne? Also es gab keinen einzigen Kampf bei Avatar, der dann zum Schluss so krass war wie der letztere Kampf. Ne? Und das hat schon gebockt. Aang, Baki, Batman, Idam, Vegeta, Son Goku Blue. Wie findet ihr die Band, also die Poster, wie ist die Auswahl von mir? Findet ihr es okay, so eine bunte Mischung, oder findet ihr eher lieber eine Serie, also nur Dragon Ball? Im Zwar wäre besser. Ich mag es auch gerne, wenn es einheitlich ist, aber ich hatte Lust auf verschiedene Motive. Und es wäre schwierig, halt nur Dragon Ball zu machen, weil ich habe ja ganz viel von der Namek-Sage. Und was will man dann? Will man die Movies machen? Will man dann, wenn man die Serie fortführen mit der Cell-Sage oder was? Und dann gibt es halt welche, die gefallen einem sehr gut Displays. Und dann das ganz unterschiedliche Motive. Dann ist es wieder doch ganz bunt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Was sagt ihr zu dem Display? Was sagt ihr zu dem Gesamtbild? Also zu der gesamten Band. Guckt ihr auch Avatar gerne, also habt ihr es gerne geschaut. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.